Da sind wir auch schon wieder und ja, wir befinden uns in einem der drei Pfade, die uns schlussendlich dann zu Toshi führen sollen. Und da geht's jetzt auch weiter bei Kena Bridge of Spirits. Ihr seid alles furchtbar kommentiert, ich bin der Daniel und ja, wir werden hier mal ein bisschen aufräumen müssen. Wir haben letztes Mal den halben Pfad hier gemacht, nicht den ganzen, den halben. Und wir haben aber auch tatsächlich hier noch einen Schrein gehabt, den wir hier noch sauber machen können. Das machen wir jetzt eben noch, dass wir hier den auch noch einsammeln können. Genau, gibt auch wieder so ein bisschen Kammer. Wenn wir dann irgendwann wieder zum Skillen verwenden. Aktuell haben wir jetzt aber nur 200. Die Skills kosten alle mal derweil 300 bis 400. Ich gucke mich jetzt nochmal um in der Hütte, ob da noch irgendwo was war. Interagieren. Achso. Das hatten wir schon. Genau, dann bleibt ja eigentlich nur der eine Weg hier. Achso. Ich glaube, das soll mir helfen. Doch, jetzt sind wir aber durch. Habe ich jetzt den Weg zweimal gemacht oder habe ich ihn jetzt. Naja, egal. Einmal ein Bobknoten. Aber jetzt erstmal nichts zum Weiter einsammeln. Dann schauen wir uns mal um. Oh, da wird wohl wieder ein Kampf auf uns warten. Okay, ich habe jetzt gerade. Moment, 1, 2. Das sind wieder diese Räucherstäbchenkessel. Ach doch, ich sehe gerade auch 3 Plätze dafür. Das passt dann. Moment mal. Wieso leuchten die eigentlich? Ist das irgendwie ein Unterschied, ob ich die wieder durchzudashen? Macht erstmal keinen Unterschied. Macht aber auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Also kann man auch so im Kampf ein bisschen einsetzen. Natürlich nicht die Welt, aber immerhin besser als nichts. Wenn man es sowieso schon einsetzen muss. Gut zu wissen, dass es auch ein bisschen Schaden macht. Mir dünkt, das wird nicht das Ende gewesen sein. Aber was muss ich jetzt machen? Jetzt sag nicht, dass die Reihenfolge da nicht passt, oder? Hä? Die Fragezeichen über dem Kopf, wie die Rotz, die habe ich auch, ja. Also das ist eine Heilung, die will ich doch jetzt eigentlich nicht kaputt machen, weil ich bin mir sicher, hier wird es gleich irgendwie einen Bosskampf geben. Zumindest mal schaut das Areal halt genauso aus, als wenn hier gleich ein Bosskampf stattfindet. Wo könnte hier denn noch was sein? Hier hoch? Wohl eher nicht. Da komme ich auch mit Dashen nicht durch. Haben die Dinger jetzt wieder irgendwie eine Reihenfolge oder sowas? Moment mal, hier sind so kleine Masken drauf. Ich guck mal kurz. Bis hier anders ist. Ah ja, ja, tatsächlich, okay. Den müssen wir mitnehmen. Der muss, glaube ich, da hinten hin. Das müsste diese Eulenmaske sein. Also die müssen wir 1:1 tauschen.
Habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Wir hatten das einmal im Wald, dass wir hier die Reihenfolge gebraucht haben. Vorher hat das Spiel es nie gemacht. Und jetzt möchte es auch ein Muster haben. Das ist richtig. Okay, da brennt jetzt auch ein Lichtchen. Aber da jetzt wiederum nicht. Moment, da ist aber auch. Moment mal, ne, das ist auch schon wieder die falsche Maske. Ich guck noch mal kurz, ob das ist hier vielleicht die richtige. Achso, die wird hier richtig sein und die leuchtet nämlich auch nicht. Okay, verstehe. Wir könnten auch in den Asterix-Comics anfangen und den Zaubertrank-Kessel überall hinterher schleppen mit an die Front. Also gut, dann nehmen wir den. Zum Glück sind die Möglichkeiten bei drei Kesseln ja nur begrenzt möglich. Da kann man nicht so viel falsch machen. Selbst mit Trial and Error und allen möglichen falschen Reihenfolgen, wie wir es mittlerweile auch durch haben. Der will wohl kämpfen, der Kollege. Oh! Was macht er da? Okay, alles gut, das Muster kenne ich. Heieiei, ouch, 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 ouch. Okay, das. Oh, oh. Moment, was macht ihr da? Was hat er jetzt gemacht? Was, wie soll ich das denn können? War das richtig? Yeah.
Das war nicht richtig. Wie soll ich das denn? Was soll ich denn hier machen? Da komme ich nicht raus. Holla, 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 ist sehr böse. Hab ich ihn. Auf den letzten Drücker. Mal irgendwie alle Specials genutzt, die ich noch hatte. Der war ganz schön schnell. Das dürfte ein Artefakt sein. Toshis Angst. Das ist das Achievement, was wir dafür bekommen haben. Und wir haben Weihrauch gefunden als Relikt. Ach, der Alte ist es auch hier. Moment, wir befinden uns jetzt wieder in der normalen Welt. Wir haben jetzt nochmal drei Rot gefunden. Da ist nochmal ein Meditationsplatz. Es gibt ein bisschen Hitpoints on top. Kennen wir ja schon. Und der Alte, das ist der, der aus der im Maskenschrein stand die ganze Zeit. Naja gut, ist es jetzt auch der die Hütte vom Maskenmacher. Also überall, wo Maske dran steht, da ist er mit dabei. Oh, hier hat man einen guten Ausblick. Das kann man schon mal so sagen, ne? I knew Toshi since he was a boy. Watched him grow into a leader. He cared deeply for our people. Losing so many drove him to do terrible things. Das ist dann das Wort zum Sonntag von dem Alten. Und da ist noch eine Schubkiste. Und schauen. Resilienz. Wir schauen mal, was der könnte. Wo ist er denn? Das oder hier, oder? Ne, Schlachtruf. Ja. Schaden des Stabs für 80 Sekunden moderat erhöht. Nachdem Schaden genommen wurde, verliere all Mut beim letzten Treffer. Ja, ne. Jetzt irgendwie nicht so begeistert gerade. Komm ich irgendwie da in die Hütte rein? Oder ist die nicht zugänglich? Die ist wohl nicht so wirklich zugänglich. Und jetzt... Ist das hier das tatsächlich der Weg nach unten? Ich denke mal nicht. Hier, ne? Das ist ein bisschen arg tief. nein. Nein, 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 nein. Aber ist ja nicht so schlimm. Da ist einmal ein Teleporter. Und ich würde aber auch nochmal einen Blick riskieren wollen. Weil hier ist so auch noch Zeug. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Schauen mal, ob hier noch irgendwas Lootbares, Verwertbares hier rumkommt. Da durchkommen. Na, guck mal, einer, schau. Da ist hier was zum Angucken.
Skycraft only helps the spirit who has loved us. Your duty is to the people who remain. I'm afraid the burden of a village leader grows heavier with time. Ich habe ja das Gefühl, dass Toshi auch irgendwas über den Verbleib von Kenas Papa irgendwie weiß. Schließlich sucht sie ihn ja auch immer noch. Oder er ist es. Aber dann hätte sie schon was gesagt, glaube ich. Wie sind wir denn hierher gekommen? Achso, mit ihm. Jetzt ist natürlich die Frage, komme ich da auch wieder irgendwie zurück? Ich glaube, da bleibt uns echt nur Teleporter. Oder natürlich, wir könnten hier nochmal runterhüpfen. Können wir auch mal machen. Außerdem das Gebiet jetzt hier schön ist, waren wir noch nicht hier unten. Und da waren auch zu Beginn, glaube ich, noch ein paar Areale, die nicht zugänglich waren. Das schaut auch irgendwie interessant aus. Wir haben auf jeden Fall aus dem Gebiet hier noch Geisterpost, die können wir dann noch eintauschen. Heißt, wieder eine Hütte freimachen. Sind wir jetzt wieder im regulären Dorf? Eigentlich dürfte es noch nicht das reguläre. Ne, ist es auch noch nicht. Da hinten die Challenge-Kiste, die haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ah, guck. Die Brücke können wir jetzt runterlassen. Genau, das müsste uns aber dann zum regulären Dorf führen. Ich gucke dir noch mal in die Höhle. Ich meine doch, das war das, was war, wo man nicht, die haben wir schon gemacht, oder? Ja, wiederholen. Ich kann mich auch erinnern, dass wir hier in dem, ja, was ist das, östlich, Süden, ja, von hier aus gesehen der westliche Teil im Dorf, da gab es auch noch Brücken, die nach hinten raus offen waren, wo auch noch was war, was man mit diesen Bömmchen da aktivieren können sollte. Während ich jetzt erstmal gucken muss, wo ist denn hier, ach so, oh nein, die Geisterpost ist da hinten oben. Jetzt sag nicht, dass das wieder da oben war, wo wir eigentlich schon waren. Nee, das hier auf jeden Fall nicht. Müsste doch jetzt hier oben dann sein. Die eine Hütte, die noch frei ist. Also, die wir noch nicht gemacht haben. Und ich sehe auch schon, da leuchtet was Lilanes links daneben. Toshis Maske. Neuer Rotut verfügbar.
Unter der Kiste war der. Jetzt müssen wir loslassen, dann die Kiste, dann macht's Platsch. Und wir haben Bärensaft. Eher eine kleine Hütte, ne? Also gar nicht so viel zu erkunden. Aber der Completionist in mir sagt natürlich, ja, wieder was abgeschlossen. Das nächste könnte jetzt sein, wir hätten hier das östliche Tor. Ich denke, wir machen jetzt auch erstmal das östliche Tor. Na komm, keiner. Gut. Nicht abfallen. Das müsste jetzt eigentlich dann hier über die Brücke drüber sein, ne? Da hinten. Ach, natürlich, klar. Das war das Eck, wo ich bisher noch gar nicht durchgekommen bin. Ja, natürlich. Also langsam erschließt sich doch alles. Jupp, genau. Das war nämlich bisher immer... Ja, auch durch so Korruption hier blockiert. Der Pfad des Jägers. Dann werden wir hier nochmal anfangen, da uns ein bisschen durchzukämpfen. Sieht wieder schön schaurig, mysteriös aus. Wie viel Karma habe ich? Okay, da muss ich noch ein bisschen warten. Wir haben übrigens nur noch 3 Sachen, die wir hier skillen können, sehe ich gerade. Also 300, 300 und dann wahrscheinlich nochmal 300 oder 400. Vielleicht geht sich das bis zum Ende des Spiels sogar aus. Oh, verflixt! Man hätte hier durchsprinten müssen. Dachten wir gerade schon, warum ist da oben noch in der Luft? Warum sind nur noch Blöcke? Ah, das war knapp. Stimmt doch. Was ist denn hier? Warum blinkt er hier so rum? I haven't seen these markings before. They seem to depict a more violent nature, glorifying the hunt. Ist das ein Sprengdraht oder wollen die mich hier in die Luft jagen jetzt hier im Wald? So, was soll das sein jetzt so? Rüberhüpfen? Schaut echt wie so ein Sprengdraht aus, ne? So, hier ist nochmal eine Maske. Jetzt können wir was skillen. Machen wir nämlich auch gleich. Ich würde dann tatsächlich das Schild erstmal verbessern. Das ist dann doch ein bisschen universeller.
300 und 300. Das heißt, wir brauchen 600 Punkte insgesamt, um den Skillpalm noch auszufüllen. Sofern da nicht noch irgendwas nachkommt im Anschluss. Moment, jetzt habe ich dir ja ein Schild ausgelöst. Ist es vielleicht sogar gewünscht? Guck mal, was hier passiert, wenn ich das mit dem Schild auslöse. Eigentlich gar nichts. Aber es sieht optisch schön aus. Einmal Kampfareal, würde ich sagen. Oder komme ich hier genauso wieder hin? So eine andere Abzweigung. In letzter Konsequenz glaube ich auch selber hinausläuft. Das ist auch noch kein Kampfareal, noch nicht. Da oben ist der Tropfen, möglicherweise. Na klar. Diese Bömmchen, die Splittern sind nur wirklich extrem gut. Ich hab's mir fast gedacht. Autsch. So war das nicht gedacht. Ah! Manchmal, ich könnte doch eigentlich mit einem Wurm kämpfen. Fällt mir so ein. Warum tue ich das nicht? Der Wurm hat uns in letzter Sekunde noch beschützt. Wurm? Ja, nice, der kann ja auch die Sachen hier wegmachen, der Wurm. Das heißt, ich muss das gar nicht nur mit dem Rott machen. Müsste ich doch... Ah, ja. Wir haben hier noch so ein paar Sachen verschlossen. Gucken wir uns hier nochmal gleich ein bisschen um. Ich glaube, hier müssen wir selber nochmal tätig werden. Da soll ich wohl noch gar nicht hin. Da kann ich wohl noch gar nicht hin. Hier nicht noch was zum kaputt machen? Moment, muss ich noch mal einen Blick drauf werfen. Also hier hätte doch eigentlich... Hier soll ich jetzt noch nicht weiter. Oder auch doch. Ach Gott, es ist einfach nur auf dem Boden noch so eine Verseuchung. Aber wie war denn das? Wo kam ich jetzt nicht hierher eigentlich? Genau, hier kam ich ja ursprünglich eigentlich her. Und das kriege ich jetzt aber mit dem Würmchen hier nicht kaputt. Probier's nochmal. Nö, sieht gar nicht mal so gut aus. Aber wir haben ja noch einen Weg freigelegt, fällt mir gerade ein. Vielleicht sollten wir auch einfach den gehen. Das, liebe Leute, werden wir beim nächsten Mal machen.
Das soll es für heute gewesen sein. Ja, einen Pfad haben wir abgeschlossen, den nächsten haben wir angefangen. Und an diesem Ort und an dieser Stelle machen wir dann eben in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr mögt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.